Das Ziel jedes Landes ist es, die Bürger zu schützen und Tote zu verhindern. So haben auch die Türkei und die Schweiz Maßnahmen ergriffen. Welche das waren und wie effizient diese sein werden, das wird uns erst die Zukunft zeigen. Ende Januar 2020 wird bekannt, dass ein tödliches Virus von Menschen zu Menschen übertragen werden kann. Darauf starben auch schon die ersten Menschen. Noch weiß niemand, wie gefährlich das Virus ist. An türkischen Flughäfen werden binnen kurzer Zeit Thermalkameras und Gesundheitspersonal aufgestellt und alle ankommenden Flüge überwacht. In der Schweiz werden nur Flüge aus China überwacht. Ende Februar 2020 melden Italien und der Iran die ersten positiv getesteten Corona-Fälle. Während die Schweiz als Grenzland nichts unternahm, schloss die Türkei die Grenzen zum Iran. Gemeldete Verdachtsfälle wurden in der Türkei mit Isolierboxen abgeholt und hospitalisiert. Türkische Flugzeuge werden nach jedem Flug, und öffentliche Plätze und Räume werden täglich mit einem Sprühgerät desinfiziert. In der Schweiz gibt es noch keine Maßnahmen. In Ländern, wo das Virus erste Fälle verzeichnet, wird der Lockdown angeordnet. In der Türkei folgt dieser auf den ersten auftretenden positiven Corona-Fall. In der Schweiz kommt der Lockdown, als die Nachbarländer diesen anordnen. Geschäfte werden geschlossen, Firmen und Betriebe arbeiten auf dem Minimum. Während die Türkei mit ihren großen Spitälern bereits auf eine Pandemie vorbereitet war, musste die Schweiz ihr Gesundheitssystem noch aufrüsten und Isolierplätze mit Beatmungsgeräten organisieren. Dazu wurden in der Schweiz geplante Operationen abgesagt und Personal umdisponiert. In der Türkei lief alles wie gewohnt weiter. An türkische Bürger wurden chirurgische Masken kostenlos verteilt und die Maskenpflicht an öffentlichen Orten, auch draußen, eingeführt. In der Schweiz gab es zu wenig Masken. Deshalb auch noch keine Maskenpflicht. Schulen wurden in der Türkei in der Kürze auf Homeschooling umgestellt. Die türkische Regierung startete im öffentlich-rechtlichen Fernsehen TRT für alle Klassen abgestuft ein Lernprogramm mit Internetkommunikation. In der Schweiz musste jede Schule den Heimunterricht selber organisieren. Konzerte, Kulturveranstaltungen und Kinos wurden in der Türkei und in der Schweiz verboten. Die türkische Regierung organisiert zur Unterstützung der Kultur ein Konzert mit Künstlern, aber ohne Zuschauer, und finanziert eine TV-Ausstrahlung. Sportanlässe werden in der Türkei und der Schweiz ohne Zuschauer durchgeführt. Ob die Maßnahmen dieser Länder bisher etwas brachten, das wird sich erst noch zeigen. Wie der Stand des Erfolges aktuell ist, das sehen wir im nächsten Video. Das Ziel bleibt, eine hohe Zahl von Toten zu vermeiden.